Die Apple Watch Ultra ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und ich dachte mir, kurz vor der Apple Watch Ultra 2, die voraussichtlich in ein paar Tagen kommt, ist doch mal ein guter Zeitpunkt gekommen, um mal so ein persönliches Fazit zu dieser neuen Apple Watch zu liefern und mal so ein bisschen darüber zu plaudern, was mir persönlich sehr gut gefällt und warum sie mich tatsächlich von der normalen Apple Watch weggeholt hat aktuell. Und da habe ich mir 7 Dinge ausgesucht, die ich euch heute einfach erzählen möchte, so ein persönliches Fazit. Dinge, die ich persönlich schätze und vielleicht auch nicht ganz so sehr schätze. Darum soll es heute gehen. Falls euch das interessiert, bleibt gerne am Ball und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit dem Design an und da lag es vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich nach fast einem Jahrzehnt mit dem runden Design der normalen Apple Watch so ein bisschen überdrüssig war und auch einfach mal was Frisches und Neues wollte. Ihr habt euch sicher auch die Leaks zur Series 7 gesehen mit dem kantigeren Design und so etwas Ähnliches hat man jetzt eben mit der Ultra geliefert. Kantiger, ein bisschen schärfer oben, nicht mehr ganz so rund, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich war auch bei der Apple Watch, beim Apple iPhone ein großer Fan, als es ein bisschen kantiger, nicht mehr ganz so rund wurde. Gefällt mir persönlich wirklich gut. Das Design ist eines meiner großen Highlights. Und wer diesen Kanal länger verfolgt, der weiß, ich bin auch schon vorher mit einer Titan-Version der Apple Watch unterwegs gewesen. Kennen vielleicht einige gar nicht. Die Series 7 gab es auch als Edition und da kam sie mit einem silbernen und mattschwarzen Titan-Finish daher. Ich hatte eine ganze Weile eine matt-schwarze Titan-Apple Watch am Handgelenk und ehrlich gesagt würde ich mir sowas vielleicht auch für die Apple Watch Ultra 2 wünschen. Aber das Design ist eines meiner persönlichen Highlights. Aber das Design hat auch eine kleine Schwachstelle in meinen Augen, denn der Fokus liegt natürlich auf Sportlern, auf Extremsportlern. Und das bedeutet, die Apple Watch hat auch einen sehr, sehr sportlichen Look. Alle drei Armbänder haben einen sportlichen Look und auch das Orange ist zum Beispiel sehr präsent. Einmal in der Krone, wenn man sie dreht, dieser Kreis. Der Action-Button ist komplett orange. Und auch wenn man das normale Band, welches ich ja im Alltag meistens trage, nutzt, ist auch die Schlaufe komplett auffällig orange. Und das bedeutet, sie hat einen sehr, sehr sportlichen Look. Und ab und zu vermisse ich einen etwas edleren, hochwertigeren Look im Alltag. Und ja, einige können jetzt sagen, mit Sicherheit klebt doch den Button ab. Da gibt es mittlerweile Lösungen für. Und es gibt doch auch Armbänder, die entsprechend hochwertig sind. Aber ich habe mit vielen Drittanbietern bereits Erfahrungen gemacht und habe mir auch hier ein paar Optionen angeschaut. Und ehrlich gesagt finde ich die Lösungen von Apple in der Regel meistens am besten. Dementsprechend eine Sache, die ich mir tatsächlich für die Ultra 2 wünschen würde, wäre zum Beispiel ein gutes Titanarmband von Apple selbst, dass man auch einfach die ein oder andere Optik für den entsprechenden Anlass noch anpassen könnte. Das wäre so eine Sache, die ich persönlich optimieren würde. Und der dritte Punkt ist vielleicht der entscheidende Punkt, warum mir die Apple Watch Ultra so gut gefällt und das ist das Display. Größer, heller, flach, wirklich gut abzulesen und ich nutze die Apple Watch intensiv. Ich mache viele Dinge damit, werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen und das macht natürlich auf einem großen und hellen Display nochmal eine Ecke mehr Spaß. Ist für mich wirklich ein Highlight und das mit Abstand beste Smartwatch-Display für lange Zeit. Ich glaube, mittlerweile gibt es die ersten Modelle, die auch 2000 Nits bieten, aber wie gesagt, an so ein Display kommen nur wenige Modelle heran und von daher ist das für mich persönlich wirklich ein großes Highlight. Vor allem, und diese Punkte kann man eigentlich fast schon kombinieren, seit ich watchOS 10 seit ein paar Wochen im Alltag nutze, denn da hat Apple das OS nochmal wirklich grundlegend überarbeitet und fast jede App angepasst für größere Displays. Davor hat man ja immer geschaut, dass das OS ein bisschen viel Schwarz beinhaltet, weil der Rand eben auch ein bisschen dicker war und die Displays ein bisschen kleiner waren. Das ist seit der Series 7 Vergangenheit. Die Series 7, 8 haben beide ein großes Display und auch die Apple Watch Ultra hat natürlich ein sehr großes Display. Dementsprechend hat sich Apple gedacht, okay, wir gehen in die komplett andere Richtung. Wir lassen die Inhalte komplett über das Display strecken und auch die Drittanbieter ziehen da so langsam nach und passen ihre Apps entsprechend an. Und das macht wirklich viel Spaß im Alltag. Ich finde WatchOS ein wirklich gelungenes, großes Upgrade, was ich persönlich sehr, sehr gerne nutze und was meine Meinung zu Apple Watch Ultra auch nochmal so ein kleines bisschen verändert hat, denn WatchOS 9 war auch schon okay, aber WatchOS 10 ist wirklich dann nochmal eine grundlegende Veränderung, wenn es um die Bedienung der Apple Watch Ultra geht. Und eine Sache will ich an dieser Stelle aber auch noch anmerken. Man merkt so langsam auch, viele Watchfaces wurden gut angepasst oder sehen auch gut auf der Apple Watch Ultra aus, aber vor allem ältere Watchfaces, so aus der Zeit der Series 3 und sowas, die sind nicht mehr ganz so zeitgemäß und sehen auf diesem großen Display leider nicht mehr ganz so gut aus. Für WatchOS 11 würde ich mir also tatsächlich auch wünschen, dass man nicht nur das System, den Aufbau und die Apps überarbeitet, sondern vielleicht auch mal sich die Zifferblätter vornimmt, denn da könnten wirklich einige ältere Zifferblätter mal ein Upgrade vertragen.
Und wenn wir über die Apple Watch Ultra sprechen, müssen wir natürlich auch über den Akku sprechen. Und die Akkulaufzeit ist ein ganz großer Pluspunkt dieser Smartwatch. Theoretisch gesehen, wenn ich ein paar Dinge optimiere, würde ich 3 Tage auskommen. Ändere ich gar nichts, würde ich 2 volle Tage auskommen. Bei der normalen Apple Watch war das vorher nur 1 Tag. Da ich sie jeden Abend lade, ist das jetzt nicht immer entscheidend für mich, aber ich habe mich dazu entschieden, einfach nur bis 75% zu laden, denn das schont natürlich am Ende des Tages auch den Akku und ich mache sie auch nicht komplett. Das heißt, ich bewege mich auch komplett in der akkusparenden Zone. Für die Langlebigkeit ist das auch nicht schlecht und trotzdem reichen mir da 50% dieser Apple Watch locker für den Alltag aus. Die Akkulaufzeit ist wirklich gut. Und bevor jetzt die ersten Kommentare kommen und sagen, es gibt doch Smartwatches mit 1 oder 2 Wochen Laufzeit, Oliver, es ist doch gar nicht so gut. Es gibt keine Smartwatch in dieser Kategorie, die aber auch das bietet, was die Apple Watch bietet. Und das bedeutet, LTE, ein so helles Display mit hoher Helligkeit zu nutzen, Spotify-App installieren und unterwegs ohne Smartphone Spotify zu streamen, zu telefonieren, Nachrichten zu schreiben, mal einen Podcast zu hören, eine To-Do-App zu besitzen, die man auch dann quasi auf der Smartwatch abarbeiten kann und einfach eine Smartwatch zu haben, die wirklich auch smart ist. Keine Fitnessuhr, die irgendwie, kein Fitness-Tracker, der aussieht wie eine Uhr, sondern eine Smartwatch zu nutzen, die digitale Assistenten hat, eine Smart-Home-Steuerung, die wirklich alles bietet, eigentlich fast alles, was ein iPhone auch kann. Dementsprechend ist das für mich persönlich da natürlich wichtig. Ich nutze diese ganzen Features und vergleiche daher auch tatsächlich eine richtige Smartwatch mit WatchOS oder auch mit Wear OS, nicht mit diesen Fitness-Trackern. Wenn euch das andere ausreicht, ja, es gibt Smartwatches mit einer noch höheren Laufzeit, aber die sind dann eben nicht so smart. Als die Apple Watch Ultra angekündigt wurde, da gab es eine Funktion, die ich mir tatsächlich auch sofort für meine Apple Watch gewünscht habe damals und das ist der Action-Button, denn den finde ich wirklich praktisch und auch vor allem jetzt im Alltag habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass ich eigentlich nicht mehr darauf verzichten möchte und ich hoffe, dass er auch in die normale Apple Watch ab nächstem Jahr kommt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, so sehr ich ihn mag, er könnte auch noch ein bisschen umfangreicher sein und zwar nicht nur mit einem Druck zum Beispiel, die funktioniert, dass man darauf eine Funktion ablegen kann, sondern auch mit einem Doppelklick, vielleicht auch mit einem Dreifachklick, da wäre noch ein kleines bisschen mehr möglich. Aber der Action-Button ist eine Sache, die ich persönlich gerne nutze im Alltag und ja, man kann am Ende des Tages auch alles machen, was der Action-Button auch bietet, die Funktionen. Aber am Ende des Tages ist es doch auch schön, wenn man zum Beispiel ins Training geht und eigentlich immer diesen gleichen Ablauf für ein gleiches Workout hat, wenn man das einfach mit einem Knopfdruck starten und beenden kann, finde ich persönlich auch immer eine angenehme Sache. Wie gesagt, Apple könnte ihn gerne noch ein bisschen ausbauen, dass noch ein bisschen mehr damit möglich ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das sowas langfristig auch passiert. Bevor wir zu meinem Fazit kommen, noch ein Punkt, mit dem ich persönlich nicht unbedingt gerechnet habe, der mir aber wirklich gut gefällt und das sind die Lautsprecher. Vor allem im Vergleich zur normalen Apple Watch sind die wirklich lauter und klarer und besser. Und ich bin jemand, der tatsächlich auch mal eine Minute mit der Apple Watch immer wieder telefoniert. Ich nehme einige Gespräche tatsächlich darüber an, wenn ich absehen kann, dass sie vielleicht nur kurz halten oder wenn ich mein iPhone nicht in der Nähe habe und einfach 2-3 Minuten damit telefoniere, bis ich es habe. Und daher sind mir gute Lautsprecher einfach wichtig. Und die bietet die Apple Watch Ultra und man kann wirklich auch gut damit telefonieren. Dementsprechend wollte ich das als letzten Punkt einfach noch erwähnt haben. Als die Apple Watch Ultra angekündigt wurde, da war ich ja bekanntlich noch nicht so sehr davon überzeugt. Und als ich sie mir in einem Apple Store anprobiert habe, dann damals, hat sie mich auch nicht direkt abgeholt. Dementsprechend habe ich mich zum Start direkt noch dazu entschieden, bei der normalen Apple Watch zu bleiben. Aber ich muss auch gestehen, nach einem guten Jahrzehnt mit der Apple Watch freue ich mich jetzt so langsam auch mal über ein frisches Design, was ein bisschen anders aussieht und was vor allem auch ein bisschen kantiger ist. Denn im Gegensatz zu einem Smartphone, was ja die meiste Zeit auch in der Tasche ist, hat man sie am Handgelenk, man sieht sie durchgehend. Und da spielt Design, ist natürlich subjektiv am Ende des Tages auch immer mal noch eine Rolle, wenn man eine Uhr trägt. Aber vor allem auch das größere Display und WatchOS 10 haben meine Meinung zu Apple Watch Ultra nochmal verändert, denn wie gesagt, ich nutze viele Dinge mit der Apple Watch im Alltag. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass ich mein iPhone einfach daheim lasse und unterwegs auf LTE zugreife und da macht natürlich ein größeres Display auch immer mehr Spaß, da man die Dinge besser sieht, besser ablesen kann und einfach auch ja, die Apple Watch besser benutzen kann. Also, ich habe mich getäuscht. Ich war am Anfang sehr skeptisch, mittlerweile bin ich davon überzeugt und ich weiß auch nicht, ob ich tatsächlich nochmal zur normalen Apple Watch zurückwechsle. Mal schauen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was Apple mit der neuen Apple Watch Ultra bringen wird. Das hier ist jetzt noch kein Review der klassischen Art und natürlich würde ich euch zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen, wartet die neue Apple Watch Ultra ab, kauft nicht jetzt eine Ultra, also diese paar Tage kann man wirklich noch warten und sich anschauen, was dann der Nachfolger kann. Aber
falls der euch dann vielleicht nicht direkt überzeugt. Ich kann sie empfehlen, vor allem, ich habe mal geschaut, der Preis liegt mittlerweile bei um die 800 € und nicht mehr bei 1000 €. Dementsprechend spart man mittlerweile auch ein bisschen was. Dementsprechend ist das vielleicht auch eine ganz gute Option für einige, die sagen, hey, das, was die neue Apple Watch Ultra kann, brauche ich nicht. Ist die alte noch eine Empfehlung nach einem Jahr? Die kann ich durchaus aussprechen. So, das war's von meiner Stelle. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und dann schauen wir uns natürlich in den nächsten Wochen auch die neuen Apple-Produkte an, unter anderem auch die neue Apple Watch Ultra. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.